Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Alania! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Ghetto News. 10 vor 8 am Samstag, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhnische. Jetzt, ihr erfährt wieder den Wichtigsten von Woche. Ein zweites Verbot von NPD ist bei Bundesregierungsgericht eingerichtet worden, ich schwör. Die Chefs von Bundesländern, sie haben sich nochmal getroffen und haben nach neuen Gründen gesucht, warum man den Partei verbieten muss. Dabei fiel ihnen auf, dass bei erstes Antrag, sie haben vergessen zu schreiben, dass NPD gegen Ausländer ist, ich schwör. Jetzt bei dem zweiten Antrag, sie haben es reingeschrieben und sie haben auch geschrieben, dass die Mitglieder von NPD sehr dumm und hässlich sind. Damit, sie werden wahrscheinlich Klage gewinnen. Ghetto News will sich jetzt ein eigenes Bild von Partei machen, deswegen ist es jetzt einer von ihnen zugeschaltet, ich schwör. Er will nicht erkannt werden, deswegen. Wir haben ihm versprochen, dass seine Stimme verändert wird. Er nennt sich nur Ortsgruppenführer Hoyerswerda. Jetzt, wir schalten zu ihm rüber. Ortsgruppenführer Hoyerswerda, hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich, Kamerad. Was sagt NPD dazu, dass er jetzt wieder ins Gericht muss? Ach du Scheiße, du bist ja ein dreckiger Ausländer. Das hat mir keiner gesagt. Was, dreckiger Ausländer? Ich fick dich, du Missgeburt. Ich rede nicht mit dreckigen Ausländern, Dreckschwein. Was willst du, Missgeburtenkartoffel? Ich zerstöre deinen ganzen Lebenslauf, ich schwör. Geh zurück in dein dreckiges Ausländer-Drecksloch, wo du hergekommen bist. Komm, Digga, komm. Komm, ich zerstöre die Touren. Komm nach Hamburg. Komm du erstmal nach Hoyerswerda, du dreckiger Ausländer-Drecksausländer. Da kriegst du 88 Mal in die Fresse. Du stinkst doch nach Scheiße, du dreckiger Ausländer. Das riecht doch bis hier. Du Nigger. Du dreckiger Nigger. NPD. 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 Piss dich, du Nazi-Bastard. Bam, bam. In Ukraine gab es große Demonstrationen von Gegenpartei zur Regierung, ich schwör. Sie sind unzufrieden mit Regierungschef Janukowitsch wegen Korruptheit. Er soll bei Heimspielen von Dynamo Kiew reinkommen, ohne Eintritt zu zahlen. Und er soll sogar auch noch bequemes Sitzplatz haben, ich schwör. Chef von Gegenpartei, das ist Vitali Klitschko. Damit alle sehen, er meint es sehr ernst. Er war bei Demonstrationen genauso angezogen wie im Boxkampf. Und dazu, er hatte noch seinen WWF-Weltmeistergürtel. Nach Demonstration, er soll Schnupfen und Osmose bei Ohr bekommen haben, ich schwör. Deutschland, er hat sich beim PISA-Test verbessert, ich schwör. Bei diesem Mal, es ging hauptsächlich um Mathematik. In den letzten Jahren, Deutschland war übertrieben Absturz in diesem Bereich. Einige Schüler aus 7. Klasse, sie wüssten noch nicht mal, dass 0 ein Primzahl ist. Jetzt bei diesem Test, es war viel besser. 65% von 17-Jährigen, sie wüssten, was passiert, wenn man 8 durch 3 teilt. Zu diesen Situationen ist live zugeschaltet unser Ghetto-Korrespondent, hier ist Musti. Was geht ab, Digga, wo bist du lang? Berlin, Digga, Weddingland, Gesundbrunnen-Center. Digga, frag die Leute, was passiert, wenn man 8 durch 3 teilt. Ja, okay. Ey, was? Was passiert, wenn man 8 durch 3 teilt? Das ist so Verschwörung, ne? So mit Illuminatis. Nein, das Ding ist mit PISA-Studie. Warte, warte, Bruder, warte. 8 und 3, 8 und 3, das ist doch 11. Ja, aber... 11. September, Bruder, das waren doch auch Illuminatis, Alter. Ja, aber das ist so mäßig. Warte, warte, warte. 8 mal 3, das ist doch 23, Alter. 23, das ist doch auch Illuminatis, Alter. Wenn du bei Dollarzeichen die 1 umdrehst, Bruder, dann steht da auch 23. Ja, aber es geht um PISA-Studie, weißt du? Wie heißt die, Bruder? PISA. Bruder, wenn man das umdreht, das Wort, ne? PISA. Dann ist das, ISAP. ISAP ist das, ne? Ja. Was heißt ISAP, Alter? Ist vielleicht Abkürzung für irgendwas, ne? Hussein, das macht keinen Sinn. ISAP, Alter. ISAP. ISAP. Illuminatis? Wofür könnte der Rest stehen, Bruder? Hast du was zu schreiben? Papier und Stift? Und jetzt gibt's die Kurznachricht mit meiner Kollegin Gangster-Styler Princess, ich schwör. Prinz Wilhelm, er studiert jetzt Landwirtschaft, was ist los? Willst du Bauer werden oder was? Das ist doch alles nur PR, weil Bauern in England so beliebt sind. Glaubst du, das hilft dir, Wilhelm? Die Leute, sie wissen, dass du früher Bauern geekelt hast, was ist los? Kim Jong-un, er hat seinen Onkel entmachtet, was ist los? Habt ihr seine Kante gesehen? Richtig mies. Früher sah er richtig abtun aus, mit Kante er ist richtiger Topmodel. Eigentlich steh ich nicht auf Asiaten, aber Kim Jong-un, er ist richtige Sau, was ist los? Rocco Stark, er hat eine neue, was ist los? Du bist der übelste Bastard. Damals, als du mit Kim Gloss zusammen warst, du hast mich schon tausendmal bei Facebook genervt. Und jetzt vor einer Woche wieder, obwohl du schon mit der neuen zusammen warst. Ganz ehrlich, ich will nichts von dir, du Lutscher, was ist los? Bei Commerzbank, es war große Razzia, war es los. Sie sollen an Steuern gezogen haben. Ganz ehrlich, ihr Hundesöhne, ich hab mein Konto bei euch. Das heißt, ich hab ein Stück von meinem Herz gegeben. Konto, das ist für mich sehr großes Vertrauensbeweis. Und ihr? Ihr scheißt auf mein Herz, oder was? Fickt euch, ihr Missgeburten, war es los. Beyoncé, sie wäre gern unsichtbar, war es los. Sie meinte, manchmal, sie hätte gern, dass keiner sie erkennt und nervt. Ganz ehrlich,
Beyoncé, ich kann das zum 100% nachvollziehen, aber du musst sehen, du hast dich damals für dieses Weg entschieden. Jetzt du erntest Früchte, aber Kerne innen drin auch mit. Was los? Das waren kurze Richten und jetzt gibt's noch den wichtigsten von Sport, ich schwör. Deutschland, er hat bei WM-Auslosung übertrieben leichte Gruppe bekommen, ich schwör. Man münkelt, NSL wüsste Gruppen schon vorher. Nach Auslosung Joachim Löw, er soll gewartet haben, bis der Blatter auf Toilette geht. Und da, er soll ihn liebevoll Fußmassage gegeben haben und ihn Rudolf the Red-Nosed Reindeer in sein Ohr gesümmt haben, ich schwör. Und jetzt, wir kommen zu den Wetter. Hier ist unser Sonnenstrahl Norbert Hückeswagen. Was geht ab, Digga? Ha, da hat Xaver da drin für den Norddeutschen in den letzten Tagen auch mal so richtig lecker eingeblasen, ne? Mann, da willst du keine Möwe sein. Da denkst du, komm, ich flieg mal in den Park, hol mir was zu fressen, bis dann runtersegeln und plötzlich weht der ganze Parkwelt, Mensch. Vor 2 Wochen lässt mich diese Fotze jetzt zappeln hier, Mensch, jetzt reicht mir. Was willst du? Gut, und was soll das? Was soll was? Warum lässt du mich zappeln? Ich bin schwanger. Von wem? Dreimal darfst du raten, du Popokopf. Vielen Dank, Robert Türkiswagen. Und die nächsten Ghetto News hier fährt wieder nächstes Samstag. 10 vor 8, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhne. Schön. Haut rein, Leute. Hast du was gegen Alanya oder was? Ich hab was gegen deine Gedanken. Die sind Opfer. Was ist los?